Ja, servus Bernhard, der Himbeertoni ist wieder da, grüß euch Gott. Irgendwie habe ich mir die letzten 2, 3 Wochen hab ich mich so richtig schlecht gefühlt. Ich hab nicht gewusst, woran liegt es. Habe ich vielleicht brüte ich eine Grippe aus oder habe ich irgendwie einen Stress oder ich weiß es auch nicht. Ich habe auch gar nicht gewusst, wo soll ich ansetzen, was soll ich machen. Gell? Und dann hat mir der Klausi, mein Spezi, hat dann gesagt, du geh doch einmal zum Heilpraktiker, probier doch das einmal aus. Gell? Und da war ich dann und der hat dann Augendiagnose mit mir gemacht. Und dann hat er gesagt, eindeutig hat er gesagt, Toni hat er gesagt, ich weiß, was dir fehlt. Er hat gesagt, du packst zu viele Sachen an und führst sie nicht zu Ende. Und das belastet mich, hat er gesagt. Der hat gesagt, Toni hat er gesagt, du musst einfach die Dinge zu Ende führen, dann geht es dir besser. Wär's zehn, hat er gesagt. Naja, und dann habe ich das halt beachtet. Gell? Und seitdem, muss ich sagen, ich habe also mehrere Dinge, die ich begonnen habe, aber nicht zu Ende geführt habe, hier und seitdem ich das alles zu Ende führe, so wie es einfach gedacht ist, seitdem muss ich sagen, es geht mir besser. Also ich merke, dass die Sache, dass man das einfach gut tut, gell? Wenn ich alle die Sachen, die ich beginne, auch zu Ende führe. Völlig egal, was es ist. Merkt euch das, nehmt es euch zu Herzen. In dem Sinne, einen schönen Abend, blasst mir einen Schuh auf, euer Himbeertoni. Pfiat euch Gott.